Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Banished. Jawohl, unserem kleinen Dorfbausimulator quasi. So, letzte Folge haben wir gemerkt, wir sind etwas knapp nicht bei Kasse, sondern bei Essen. Das sieht bisher mit 170 Essen immer noch nicht ganz so geil aus. So, Holz haben wir auch keins mehr, möchte ich nochmal feststellen. Haben wir denn ein paar freie Arbeiter für Holz? Haben wir nicht. Das ist nicht schön. Medizin haben wir. Wir haben nur keine Laborea. Das ist nicht ganz so knorke. Möchte ich einfach mal jetzt so feststellen. Wir haben aber 10 Students. Und immer nur noch 10 Kinder. Das heißt, die Schule würden wir sogar voll kriegen. Das ist natürlich geil. Wir haben jetzt 46 Einwohner schon. Wir haben regelrechten Bevölkerungsboom, möchte ich sagen. Also es geht schon richtig zur Sache. Was natürlich daran liegt, dass die erstmal hier gewohnt haben, in unserem Altersheim. Es sieht schon aus wie ein Altersheim, so ein bisschen, ne? Dann sind die alle hierhin umgezogen und da ging es richtig zur Sache. Da haben die ordentlich losgelegt, da im Schlafzimmer, im ehelichen. Hoffentlich war es das eheliche Schlafzimmer. Und hoffentlich auch mit beiden Eheleuten. Ich weiß ja nicht. Im Römischen Reich gab es dafür die Rettichstrafe für Ehebrecher. Da haben die dem einen Rettich in den Hintern geschoben. Ja, gut, so viel dazu. Aber wie sieht es mit unserer Hauptstraße aus hier? Okay, die geht hier lang. Die geht in diese Richtung. Okay, die können wir hier mal noch ein bisschen lang ziehen. Und zwar bis da so. Guck mal, bis da so. Zack, zack, zack. Darüber weiß ich nicht. Darüber können wir es auf jeden Fall führen. Das ist, denke ich, machbar. Irgendwo, wo es gerade ist, möglichst. Da so. Guck mal, hier so und da, das passt. Das würde so passen. Dann würden die hier rüber gehen. Okay. So, das legen wir jetzt einfach mal so an. Zack. Frage ist, das machen wir tierisch und dann müsste man dann gleich wieder einen Tunnel anfügen, ne? Wäre es denn da drüben gerade? Wir ziehen die mal bis... Okay, da würde sie nicht hingehen. Das ist natürlich blöd. Das ist natürlich nicht so schön. Nicht so angenehm. Wie sieht es mit dem Essen aus? 400 ist okay. Da wird mein Handy schon wieder, was es nicht soll. Ich habe jetzt wieder vergessen, die Dings anzumachen. Ein Timer, warte. Kleinen Moment. Das ist natürlich wieder schlau von mir. Wo ist jetzt schon wieder der Timer hin? Tut mir leid, ich muss da jetzt gerade mal ganz kurz gucken, das Handy ist blöd. So, alles gut. Was ist denn los? Ja, Lok sind niedrig. Mensch, stell dir vor. Sag bloß. Wo haben die jetzt nochmal Loks weggenommen, sag mal? Hatten wir nicht gerade noch 17? Wo haben die Loks jetzt mitgenommen? Bauen wir irgendwas? Eigentlich nicht. Ach. Er da natürlich. Ja, alles klar, okay. Okay, okay, okay. Wie sieht's mit euch aus? Ja, mehr als letzte Saison. Und hier? Gut, geht auf jeden Fall los. Wie viel Leder haben wir da? 26 ist schon mal okay. Kriegen wir wieder 13 Klamotten raus, wenn ich richtig liege. Ich glaube, 2 Leder wären eine Klamotte, ne? Okay. Loks. Haben wir 16... Wo kommen jetzt wieder die Loks her? Ist jemand erwachsen geworden? Sag mal, haben wir jetzt wieder Arbeiter da? Nö. Oh, kamen jetzt wieder die 8 Loks her, sag mal. Was ist... Jetzt sind wieder 8 weg? Sag mal, wollt ihr mich verarschen? Was ist denn los? Jetzt wissen wir, wie die Herbalist. Ja, bei 2,5 Health, also Gesundheit, wäre das schon nicht schlecht. Fände ich gut. Fände ich gut, wenn du das machen würdest. Die müssen wir glaube ich noch umbauen irgendwie, weiß ich nicht. Fällt mir nicht so. Die 2 Felder sollen nicht. Was ist denn hier los? 1%, Leute. Ey, Alter, die anderen sind schon fast bei 50. Was ist denn da los? 1%. Willst du mich verarschen? Was ist denn da los? Die arbeiten schon zu zweit auf dem Feld, wo normalerweise nur einer arbeitet, ne? Ja, das ist ja richtig mies, ey. Was ist denn da los? Ist der Boden schlecht oder haben die bisher einfach gar nicht...
Oder waren die bisher im Wald und haben Holz geschlagen, anstatt ihrer eigentlichen Arbeit nachzugehen, die sie nachgehen sollten? Was ist denn da los? Sag mal. 1%. Vielleicht ist einfach der Boden sauer, kann das sein? Können natürlich hinkommen, ne, dass der Boden sauer wird. Weil die haken da zwar, aber da passiert ja nichts. Da ist ja nichts. Da ist ja. Guck mal. Da kommt ja nichts aus dem Boden geschossen. Das ist natürlich alles andere als geil gerade, ne? Möchte ich mal feststellen. Wir haben immerhin noch 400. Alter, Handy, hör auf. Entschuldigung. Die haken, aber da passiert gar nichts. Das gefällt mir nicht. Finde ich nicht gut. It's getting something to eat, das ist okay. Was essen müssen sie ausnahmsweise mal. Aber nur ausnahmsweise. 8 Loks. Der hat noch 2. Fuel Limit 300. Das heißt, der kann eigentlich wieder weg. Da können wir doch mal hier so einen einstellen, mal wieder. Einer bringt so. Da passiert nichts auf dem Feld, ne? Auf dem Feld passiert nichts. Aber gar nichts. Was macht man da? Auf dem Feld passiert echt nichts. Wir machen das mal aus einfach. Das bringt ja nichts. Dafür machen wir vielleicht das an und machen hier wieder 2 Arbeiter hin. Vielleicht bringt das aus, wenn die jetzt einfach mal das Feld wechseln. Weil da wächst nichts auf dem Feld. Das gibt's gar nicht. Da wächst null. Ich will es auch nicht irgendwie auf Cabbage wechseln, weißt du? Weil dann haben wir Korn und Cabbage und den Cabbage, den werden sie sich dann ja alle wieder wegklauen. Was ja nichts bringt. Die sind alle schon bei 60, so 67%, 66%, 69%. Das ist ja alles so in diesem Bereich schon. Aber da ist ja gar nichts. Da steht eine Pflanze. Und nicht mal, was die da eingepflanzt haben, kommt da irgendwie rausgeschossen. Da ist gar nichts. Jetzt fängt es schon wieder an zu pissen. Das gibt's doch gar nicht. Es regnet nur hier. Das gibt's gar nicht. Ja, da wird nicht so viel passieren. 2 Loks. Naja. Da wird nicht so viel jetzt dazukommen. Aber immerhin 14 Loks schon wieder. Das ist gar nicht so schlecht. Möchte ich mal anmerken. Gut. Im Vergleich zu Eisen und Stein sind 18 Loks jetzt schon scheiße. Wir müssen uns dringend wieder ein bisschen Holz kümmern. Wir können auch einfach sagen, dass wir im Winter hier aus dem Gebiet einfach ein bisschen was wegkloppen, ne? Weil die pflanzen es ja eh wieder nach. Damit würden wir denen halt so ein bisschen, ich sag mal, Arbeit abnehmen von Holzfällen. Da machen wir hier diesen Bereich einfach komplett kahl und dann können die den wieder anpflanzen, weißt du? Da kommen wir halt schnell an Holz und die pflanzen das ja sowieso wieder nach. Es ist jetzt egal, ob die das jetzt fällen oder ob das halt die normalen Arbeiter fällen, dann ist total Wurst. Alter, auf dem Feld passiert auch nichts, ne? Was ist denn das? Da passiert gar nichts. Guck das mal an. Es passiert nichts. Das kann ja nicht sein. Gut, Essen halten wir uns bei unseren 300 bis 400 tatsächlich. Das ist ganz gut. 127 Medizin haben wir noch, ist auch schön. 22 Klamotten, 34 Tools, das reicht alles erstmal, noch eine Ecke. Wie viel Leder? 30 mittlerweile, das ist sehr gut, das ist sehr gut. Die Hauptstraße haben wir noch ein bisschen weiter gezogen. Hier haben wir auch wieder schön viel Platz, um uns dann auszuweiten mal später. Wir müssen halt hier erstmal noch ein bisschen ausweiten. Ne? Man könnte zum Beispiel hier noch eine Wohnsiedlung, hier auf der Seite könnte man noch eine Wohnsiedlung hinziehen. Hier könnten vielleicht noch ein paar Felder, hin. Und hier drüben vielleicht Viehgatter und noch eine Siedlung. Also noch so eine Wohnsiedlung. Das wäre vielleicht nicht schlecht. Und natürlich noch eine Schule, natürlich noch Schulen dazu dann dementsprechend. Dass sie nicht von hier runterlatschen müssen, um da in die Schule zu kommen. Das ist natürlich blöd. Und Kirchen, also Kapellen, müssen wir dann halt auch für jede Siedlung eine bauen. Wobei das müsste eigentlich funktionieren. Obwohl, da dürfte eigentlich, wenn wir hier eine Siedlung haben und da eine Siedlung haben. Wäre es sinnvoll, wenn wir die da irgendwo hinsetzen, die Kapelle. Ne, dass die so ein bisschen Laufweg haben und die so ein bisschen Laufweg haben, dass sie sich aber trotzdem an dem zentralen Platz quasi treffen. Das wäre nicht schlecht, aber die Kapelle ist so schweineteuer, ne? Gut, 30 Eisen geht, 50 Holz, wäre machbar, aber 130 Steine ist heftig. Da müssen wir natürlich auch noch einen Friedhof daneben gleich, ne?
Also vielleicht da keine Felder, sondern da halt Friedhof und Kapelle. Das können wir natürlich auch machen. Dass da grün bleibt natürlich wieder. Aber erstmal brauchen wir wieder Holz. Zuallererst erstmal wieder Nahrung. Wir haben nur noch 130, sehe ich gerade. Das knickt wieder so ein bisschen ein. Das gefällt mir nicht. Summer. 97, 96, 98, 96, 97. Auf dem Feld passiert doch endlich mal ein bisschen was wenigstens. Ja, 8%, 9%. Dafür, dass sie gleich ernten müssen, ist es auch ein bisschen scheiße. Möchte ich mal so anmerken. Das sind 10% nicht unbedingt viel. Da hängt noch nichts dran. Ne, die sind noch viel zu klein. Die müssen noch, bestimmt noch, ja, in Jahr 10 könnten sie dann was tragen, tatsächlich. Die müssen auf jeden Fall noch ein Stück wachsen. Auch wenn ich sagen muss, wo wir noch den Garten hatten. Wir hatten einen Birnbaum, da hing gleich im ersten Jahr doch tatsächlich schon eine große Birne dran. Das ist jetzt noch nichts, was einer Ernte würdig wäre, aber ich meine ja nur, ne? Oder so, was waren das? Ein Esskastanienbaum war es, glaube ich. Da waren im ersten, da haben wir irgendwo aus dem Wald in Rheinland-Pfalz. War es im Wald? Ich weiß es gar nicht. Haben wir so einen Zweig halt abgezwackt, weil den haben wir eingepflanzt. Den haben wir erst so ein bisschen in die Vase gestellt, dass der Wurzeln schlägt und eingepflanzt, so auf gut Glück. Da hingen im ersten Jahr, wir haben nachgezählt, 158 solche Kastaniendinger dran, diese Hüllen davon, diese Stachelhüllen da, ne? 158, davon war natürlich überhaupt keine Esskastanie essbar, weil die waren vielleicht, wenn überhaupt, ein Zentimeter groß. Nicht mal, vielleicht, also ein Zentimeter groß und flach und dünn, und das wäre nichts zum Essen gewesen. Das war quasi nur die Schale, ne? War quasi nur, da war gar nichts drin, was man hätte essen können. Aber das war jedes Jahr so, der hing krachend voll mit diesen Dingern. Das war heftig. Aber guck mal, die legen doch noch ganz, ganz schön zu. 30% fast. Die anderen ernten schon, das macht ja aber nichts. Ein bisschen Zeit haben sie noch. Late Summer. Einen Monat haben sie noch, quasi. Das sind ja Monate, ne? Es sind ja immer 12. Es ist ja früher Frühling, Frühling, später Frühling. Früher Sommer, Sommer, später Sommer. Früher Herbst, Herbst, später Herbst. Früher Winter, Winter, später Winter. Es sind 12. Es sind 12 Jahreszeiten. Sind 12 Monate. Von daher. Das Essen wird wieder mehr, das ist gut. Ist allerdings noch nicht so viel, wie ich jetzt dachte, dass es vielleicht wird. Aber wir haben noch ein bisschen was zu ernten. Die sind jetzt auch bei 43. Die geben doch ganz schön Gas jetzt noch. Aber hier, guck mal. Ist nichts passiert. Da steht eine Pflanze. Da ist nichts passiert. Und da ist null passiert. Das gibt's gar nicht. So, wir haben jetzt 47 Einwohner. Es ist wieder einer dazugekommen. Wie es aussieht. Einer ist erwachsen geworden und wieder ein neues Schulkind und ein neues Kind. Oder wie sehe ich das? Theoretisch muss jetzt wieder einer frei. Ja, genau. Es ist wieder einer frei. Ein Schulkind ist zum Erwachsenen geworden, ein Kind ist zum Schulkind geworden und ein neues Kind wurde geboren. Ja, haut hin. So, das Feld ist fast durch. Wie viel hat es gebracht? 400 nur. Okay. Ist aber mehr als letzte Saison tatsächlich. Ihr habt gebracht 357 bisher. Ist nicht so Bombe. 301 Cabbage und 26 Korn. Also so 330 rum sind sie auch viel mehr. Das hat nichts gebracht diese Saison. Das hat die letzte Saison schon nichts gebracht. Haben wir das vielleicht erst angelegt oder so? Ich weiß es gar nicht. Sieht es bei euch aus? 454, 363 haben wir. Das müsste schaffbar sein. 340, bisher 75. Ja, 455. Ist ein bisschen weniger als letzte Saison, würde ich vermuten. Weil da stehen ja jetzt nur noch zwei so Dinger. Also zwei so Felder, also acht so Maispflanzen. Das dürften ja so 470 vielleicht sein. Ach doch, 511. Ach krass. Okay. Gut, dann habe ich mal nichts gesagt. Dann ist es quasi genauso viel wie letzte Saison. Das ist okay. Das ist mehr. Zwei Loks, verstehe ich nicht. Das ist ordentlich mehr. Das ist jetzt schon ordentlich mehr. Jetzt könnten 600 werden. Ja, 560 ist okay. Ihr habt gebracht 418, das ist auch gut. Und ihr, ja, das wird nicht so viel bringen, tatsächlich, glaube ich. Das wird echt nicht so viel bringen. 112 bisher. Hey, ruft die Feuerwehr. 131.
Das dürfte nicht so krass viel bringen. Vielleicht. Ja, 250 dürfte es bringen, vielleicht. Aber das. Okay. Es bringt doch eine ganze Menge. 200, 240 immerhin, dafür, dass sie nicht ganz fertig waren. Freunde. Ich bin beeindruckt. Ich weiß gar nicht, wie es letztes Jahr war. War das da auch so unfertig und es wurde trotzdem geerntet? Ich weiß es gar nicht. 240 bisher ist doch gar nicht so schlecht. Wie sieht es bei euch aus? Oh, viel mehr als letzte Saison. Aber die haben, glaube ich, erst im Winter letzte Saison angefangen. Das ist noch nicht so viel. Die haben aber noch ein bisschen Zeit. Überall knicken die Bäume um, weil sie alt sind. Und ihr? Ja, die dürfen wieder auf ihre 500 kommen. Dieses Jahr. Das ist okay. Ihr müsst noch ein bisschen ernten. 240 immer noch bisher. Na kommt, die 300. Ne, kriegen wir 300 hin? Könnte sein. Wir könnten sogar 300 schaffen. 271. Gut, 271 ist okay. Ist vollkommen okay. So, Eimer stehen nirgends. Nö. Das heißt, wir nehmen die mal alle weg da. Da kommt zweier rein, da kommt einer rein. Hier kommt zweier rein. Ein Taylor können wir noch gebrauchen. Da kann das ganze Zeug umarbeiten. Ein paar Tools können wir auch noch gebrauchen wieder. Okay, wir haben noch 5 frei. Da können wir hier ein bisschen das Gebiet kahl schlagen. Warte. Hier. So, das Gebiet müsste... Ja, das geht klar. Das geht vollkommen klar. Ich gucke halt nicht, dass wir halt hier wegschlagen und nicht irgendwo, wo es halt nicht wieder nachgepflanzt wird, so großartig. Das entwickelt sich ja nur langsam. Da steht jetzt wieder so ein kleines neues Bäumchen, weißt du. Hier wird es noch dauern, bis sich das wieder so ein bisschen in diese Richtung ausbreitet. Dass da wieder so eine Straße fehlt, weil es ist so beschissen. Ja, du bist an der Obergrenze, das macht nichts. Die werden noch ein bisschen was brauchen. Wir haben wieder 2400 Essen. Gut, ist denke ich okay. Wir dürfen auch vielleicht wieder ein paar neue Leute kriegen. 16 Student, 13 Student, 13, 14, 13, 13... 13, 14. Ich hätte gedacht, wir kriegen diesen Winter vielleicht ein paar neue Erwachsene oder dieses Jahr noch. Sieht aber nicht so danach aus. Nächstes Jahr müssen es dann wieder ein paar neue werden. Habe ich nichts dagegen. Finde ich gut. Die Wohnsiedlung, das wollte ich glaube ich lassen. Ne? Das wollte ich so lassen als so ein bisschen Park quasi, dass da so ein paar Bäume wieder wachsen und so. Okay. Wir könnten hier hinten noch die ganzen Steine, das Eisen schon mal wegprügeln, ne? Andererseits brauchen wir jetzt erstmal Holz. Wir brauchen jetzt erstmal wieder Holz. Das ist jetzt erstmal wieder das Wichtigste. Ach, hier sind auch Obergrenze. Ah, Hörble mit 100, okay. Ja, die haben jetzt aber wieder auch nicht was weggenommen, ne? Die gehen jetzt alle zum Hörbelisten erstmal, das finde ich gut. Dass hier die Gesundheit wieder ein bisschen hochkommt. Weil nichts dagegen. 24 Leder, das wird ja umgearbeitet. Die Zufriedenheit geht ein bisschen runter. Das ist natürlich doof. Wir müssen vielleicht doch bald mal eine Kapelle hier hinten irgendwo in Angriff nehmen. Ne? Das ist halt die Frage, wie mache ich hier die Wohnsiedlung? Wie stelle ich die auf? Da muss ich halt gucken. Da sollte auch wieder so ein bisschen so Park, was Parkähnliches wieder drin sein. Da müssen so ein bisschen Bäume noch stehen bleiben. Da müssen wir doch mal gucken. Und ich denke, in der Wohnsiedlung ist auch okay, wenn die Straßen nur eins breit sind. Ne? Hier ist ja noch so ein bisschen frei. Da sollte irgendwann mal wieder was hin. Falls da wieder was hinkommt, ich weiß es nicht. Müssen wir einfach mal gucken. Man könnte natürlich, wenn man schlau ist, hier nicht unbedingt, aber hier, zum Beispiel hier oben in die Ecke, einen Brunnen einarbeiten. Ne? Da könnte man ja einen Brunnen hinbauen. Sehe dann so aus, dass er so in der Straßenecke direkt implementiert ist quasi. Ne? Dass er da nicht irgendwie nochmal zusätzlich Platz wegnimmt, großartig. Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, aber braucht man natürlich auch erstmal nicht. Wir brauchen immer noch Holz. Nahrung sieht auch nicht mehr ganz so prickelnd aus. Aber Holz läuft. Perfekt. Das finde ich gut. Das kann man weg. Gut, 100 Holz haben wir wieder knapp. Das ist okay. Den Hafen bräuchten wir vielleicht auch bald. Ne? Aber den würde ich doch tatsächlich auch dann hier oben hin machen wollen. Hier irgendwo. Dass er vielleicht... Geht das? Warte mal, ich guck mal, ob das überhaupt so passt, wie ich das plane. Wo ist er denn da? Passt der... Dahin. Er passt dahin, das ist natürlich, das ist gut, da würde ich nämlich da einarbeiten wollen hier gleich. Das ist natürlich super. Wir müssen natürlich dann da oben auch noch ein Storage bauen und so hinmachen und neue Felder und alles, ne, dass sie hier oben auch... Weil die Felder könnte man dann ja drüben vielleicht hinmachen, da macht man hier alles voll mit Feldern.
Macht hier so eine kleine Siedlung dran mit dem eigenen Storage bauen und macht hier noch eine Siedlung dran mit dem Storage bauen und hier noch ein paar Felder vielleicht hin, aber hier soll ja noch die Kapelle hin. Das ist ein bisschen kompliziert. Man könnte natürlich auch hier gleich die Siedlung hinmachen. Hier drüben Felder und hier und die, hier die Kapelle, hier die Kapelle mit dem kleinen Friedhof, hier drüben Felder. Und hier vielleicht auch noch ein paar kleine Felder. Das ginge natürlich auch. Oder man stellt die Kapelle hier hin. Geht das? Die Kapelle könnte man auch dahin stellen, dass man die Kapelle dahin stellt, die Siedlung dahin macht und hier noch alles mit Feldern zupflastert. Also zupflastert in Anführungsstrichen. Das ginge natürlich auch. Das wäre machbar. Wäre sogar ganz logisch. Wäre eigentlich sinnvoll, ne? Wahrscheinlich müssen wir, wenn sich das hier weiterentwickelt, das wird wahrscheinlich eh nochmal verschoben, dass das hier dann noch so ein bisschen zusammenwächst und dann müssen wir hier eh noch eine Kapelle irgendwo mal hinsetzen. Das ist aber alles dann Arbeit für später. Das ist alles für später. Erstmal läuft ja so, wie es läuft. 113 Loks haben wir wieder, 330 Stein, 360 Eisen, 35 Tools. Immer noch nur 20 Klamotten. Was macht denn der? Verarbeitet der Leder? 28 immer noch. Der arbeitet gar nicht. Jacqueline. Jetzt geht's los. Alles klar. 10 Leder genommen, gibt wieder 5 Klamotten. Das ist gut. Tool Limit ist bei 50 noch. Okay. So, und es schneit wieder. Das ist natürlich schön. Es schneit. Sieht's hier aus? 44 Loks. Besser als letztes Jahr. Und was sagt ihr? 36 Herbs wieder hergesucht. Ist trotzdem viel weniger geworden. Ne? Wir waren bei 130, jetzt haben wir noch 80. Aber die rennen jetzt auch alle dauernd zum Herbalisten wieder. Muss man einfach mal so sehen. Ne? Muss man so sehen. Na gut. Noch ein Haus bauen wir jetzt erstmal nicht. Noch ist die Nahrung ein bisschen knapp. Da hätte ich gerne noch ein bisschen was mehr. 300 Steine. 200 Eisen und 114 Loks. Krass. Also die Lager sind schon gut gefüllt. Das ist natürlich ein bisschen leer. Das ist zwei Drittel voll. Das ist fast ganz voll. Das ist natürlich noch ein bisschen leer. Macht aber nichts. Weil das voll ist und das auch fast, muss ja dann das kommen. Also Lager technisch sieht es gut aus. Wir haben ja noch genug Platz für, für den ganzen Kappes. Da rennt wieder die nächste Brigade zum Herbalist, wenn ich das richtig sehe. So, die Bäume, die dann nachwachsen, die sind wahrscheinlich dann wieder nachgepflanzt. Das heißt, es ist okay so. Beziehungsweise die kleinen würde ich jetzt eh nicht wegmachen, weil es bringt nichts. Weil wir da kein Holz rauskriegen. Ne? Zack, perfekt. Wie kalt das auf einmal wieder aussieht. Ne? Aber es wird ja wieder nachgepflanzt so nach und nach. Guck, da wächst schon wieder der nächste Baum. Das passt so. Da habe ich keine Sorge. Hier wächst auch so ein bisschen aus. Hier der Baum ist auch neu. Also neuer jedenfalls, noch kein ausgewachsener. Handy. Schlimm, erschreckt man sich. Ich erschrecke mich da jedes Mal, wenn es auf einmal losgeht. 12 Students. Okay, es kamen keine Kinder dazu. Aber ein paar kleine Kinder sind wieder Schulkinder geworden. Da hängen die Klamotten. Sehr gut, sehr gut. Da hängen sie, die Ledercoats. Die Lederkutten. Wir können einen Biker-Club aufmachen. Wir können einen fetten Biker-Club aufmachen. Das wäre natürlich geil. und ich würde auch sagen, lang genug gequatscht. Wir schauen mal, ob wir dann in der nächsten Folge ein bisschen was noch reißen können, ne? Dann tschüss, bis morgen.